So, an den osmanischen Truppen soll ich hier vorbei. Er läuft schon mal in die falsche Richtung. Da ist nicht der Krieg. Der Krieg ist da. Okay. Dann habe ich ja ganz schön was, wo ich mich durchkämpfen kann. Ach, wisst ihr was? Oh, oh, okay, da sind ja überall welche auf den Dächern. Dann gehen wir doch lieber ein bisschen näher ran. Der Frederick. Ist noch ziemlich früh im Krieg. Aber klar, wenn die Briten jetzt erst eine neue Front aufmachen wollen. Ich muss irgendwie an diesen Osmanen vorbei. Habe ich denn noch dabei? Oh, die ist eigentlich hier für den Nahkampf ganz nützlich. Ja. Ah! Oh, das Battlefield-Thema die ganze Zeit schon? Ah, scheiße, schon leer geschossen. Ach, ich kann mir einfach ein bisschen durch Straßen kämpfen. Oh, was anderes. Na? Wo seid ihr? Oh, jetzt kommt doch mal eine Granate geflogen. Oh, oh nee. Oh! Scheiße. Lass mich in Ruhe. Kurz die Tür aufmachen. Kurz gucken. Lugi Lugi machen. Sieht nach Ärger aus. War auch wieder, ne? Jetzt viel Bewegungsspielraum, wie man durch das Level geht. Oh. Mit Vergrößerungsglas. Bisschen albern, aber ist halt, also was man hier für Waffen dann bekommt die ganze Zeit. Wow. Die ganze Scheiße geht den Bach runter. Ich muss zurück zu Whitehall. Jetzt noch mal einmal zurück durchs ganze Dorf. Naja, er hat ja gesagt, ich werde laufen. Und Baby, laufe ich.
haben die sich hier gerade vor meinen Augen vermehrt oder was? Was ist hier los? Bin gleich da. What the fuck? Ich will nichts sagen, aber jetzt wird's albern. Die denn hier angerichtet? Überall zurück. Doch, dies mir. Bishop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komme schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Kapiert? Ja. Ich muss zum Etappenkommando. Ich glaube, es wird auch, weil sie ja jetzt hier ein paar Mal irgendwie was mit Australiern und so gesagt haben, aber wenn sie dann von den Gegnern sprechen, na wohl, osmanische Truppen, aber sie haben jetzt auch zum Beispiel jetzt nur der Feind gesagt, also es wird selten mal irgendwie in der Kampagne oder eigentlich so gut wie gar nicht mal irgendwie drauf eingegangen, wer jetzt der Gegner ist. Wo sind die denn alle? Also es ist zwar immer dieses mit dem Fritz, obwohl Jerrys wird auch... Ja, stimmt eigentlich. Für alle, die es noch von keinem Bildgänger wissen, die Stellung der Entente ist verloren, Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Foster! Verdammte Briten. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Ja. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen vertan. Oh. Shit. Okay. Wo steckt Whitehall? Whitehall, Neuigkeiten von der Etappe. Vergessen Sie es. Erst helfen Sie uns. Okay. Stone the 12. Macht euch bereit, Männer! Ich finde ja trotzdem, irgendwie haben sie das ziemlich, das Ganze ziemlich neutral gemacht, also... Nicht jetzt so in irgendeiner Weise versucht, irgendeine gegnerische Partei zu dämonisieren, wie man es vielleicht sagen würde, also so überzogen, hart irgendwie darzustellen oder so, als die... So als die Bösen oder so. Manchmal durch die Gegend geflogen kommen. Guter Schuss.
Ich wollte gerade sagen, ist hier gleich die Wand weg? Dann funktionieren die Westen oder beziehungsweise diese Rüstung bei anderen nicht ganz so gut. Ja, fahrt zur Hölle! Verschwindet von hier! Rückzug auf ganzer Linie. Die Artillerie wird uns Deckung geben. Wir müssen hier weg, los. Gut. Ich habe Männer zur Festung geschickt. Die sind tot. Wen denn? Nur die Freiwilligen natürlich, also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja, wie das ist in diesem Alter. Foster. Scheiße. Ich muss zu ihm. Los. Ich sage, ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch, kann ich. Ein Toter mehr, mit dem ich leben muss. Los, los, Sie haben nicht viel Zeit. Ich stürme allein eine Festung. Und ich habe Foster als Idioten bezeichnet. Das ist jetzt schon die nächste Mission. Das ist echt krass. Die werden jetzt durchgehend ein bisschen kürzer. Aber mein Gott, dann machen wir doch so in der nächsten Folge weiter. Bis denn!